20 Eier haben wir gekauft, ja? Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kahua Games Kanal. Und ja, heute werden wir mal 20 Pet Eggs kaufen und diese werden wir dann auch noch einfärben im neuen, Pet Styling Shop oder wie auch immer der heißt, der ja neu gekommen ist vor ein paar Monaten, glaube ich jetzt mittlerweile auch schon. Und ja, dann werden wir die öffnen und vielleicht bekommen wir noch den Ancient Dragon, den wir noch nicht haben, der uns noch fehlt von diesem Ei. So, hier sind wir im Pet Shop und ja, dann kaufen wir mal 20 Pet Eggs und ja, die Chance auf Legendär liegt ja bei 3%. Das heißt, rein von der Chance her sollten wir leider, glaube ich, den Ancient Dragon nicht bekommen, aber wahrscheinlich, ja, vielleicht bekommen wir ihn trotzdem. Also ich habe gute Hoffnung, ja, dass wir ihn trotzdem bekommen. Und ja, lasst auf jeden Fall mal einen Like auf dem Video da und abonniert meinen Kanal, denn das kostet mich viel Geld. 12.000 Bucks, ja, da muss man lange dafür arbeiten, aber ja, gut. Jetzt kaufen wir die Eier und ja, das erste, das zweite, das dritte, 4, 5, 6, 7, 8, okay. So war das nicht geplant. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20 Eier haben wir gekauft, ja? 20 Eier und die werden wir jetzt einfärben. So, wir sind jetzt hier in diesem Shop und ja, dann werden wir mal hier Stylist und ja, gut. So, hier sind wir Stylist und dann machen wir eben unsere Eier mal farbig, ja? Nehmen wir mal, wie viele Farben hat es? Es hat sicher 20 Farben. Dann nehmen wir mal das Gelb hier. Und dann machen wir das erste einmal gelb. Ich komm schon, wird gelb. Hallo? Wird gelb. Jetzt ist es gelb. Sehr, sehr gut. Und dann haben wir das erste Ei gelb. Dann machen wir das nächste Ei. Und das machen wir ein Pink Egg. Da kam ja die pinke Katze dann raus vor ein paar Jahren. Blau machen sehr gut. Jetzt haben wir auch noch ein Blue Egg. Und dann sollte das grün werden. Genau. Jetzt haben wir auch noch ein grünes Ei. Machen wir so Türkis hier. Ja, jetzt haben wir das schwarz gemachte Ei. Dieses Ei noch violett, olivgrün, wenn ihr mich fragt. Das ist gut. Das ist ein bisschen wie das Zodiac Egg. So ein Weinrot, würde ich mal sagen. Ein helleres Pink, so ein dunkles Grün haben wir, glaube ich, noch nicht eingefärbt, wie so ein Regenwurm. Genau, sehr gut. In so einem helleren Blauton nochmal so ein Gelbton, so ein dunkles Grün, ganz dunkles Grün, so orange-gelb, wenn ihr mich fragt. Fast weiß, so einen ganz hellen Ton. Und jetzt noch die zwei. Es sind immer noch zwei Eier. Machen wir das grau. Nehmen wir diesen Ton hier. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Einfach irgendeinen Ton noch nehmen und dann sollte das gut sein. Genau. Perfekt. Es ist eingefärbt. Und ja, jetzt öffnen wir dann die gleich, sobald sie ausgewachsen sind. So, alle Eier sind ausgewachsen. Und ja, dann legen wir das erste in die Dusche. Und ja, mal schauen, ob jetzt hier schon etwas Gutes rausschlüpft. Vielleicht der Ancient Dragon. Ja, vielleicht, wenn wir sehr, sehr Glück haben. Aber ja, mal schauen, was wird es? Ein Zebra, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Dann ist er, glaube ich, rar. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Ei, ein grünes Ei. Und das muss essen. Dann bekommt es jetzt zu essen und mal schauen, was hier raus schlüpft. Komm schon, irgendetwas Gutes, ultra selten hätte ich gerne oder legendär, natürlich auch immer gut. Ein Schwertfisch, der ist sogar ultra selten, sehr, sehr gut. Und dann das nächste Ei, das ist ja irgendwelche, so eine ganz helle Farbe. Und das muss duschen und mal schauen, was hier rausschlüpft. Komm schon, bitte, bitte, etwas Gutes, einfach einen. Ich will einfach noch den Ancient Dragon bekommen, ja, weil den habe ich als einziges Tier noch nicht. Habe ich ihn. Na, eine Maus, aber was... Ah, Hedge-Free Eggs ist die Aufgabe gewesen von uns, die wir hatten. Und ja, egal. Ich dachte, vielleicht haben wir etwas Neues bekommen, aber haben wir leider nicht. Und dann machen wir weiter mit dem gelben Ei. Und das muss auch... Hilfe. Und das muss dann auch duschen, wenn es hier ist. So, muss auch duschen. Und ja, so, mal schauen, was es wird.
Und es wird ein Zebra, ein weiteres Zebra. Und dann das nächste Ei, das ist grau und das ist krank. Dann heilen wir es mal und jetzt mal schauen, was hier raus schlüpft. Komm schon, ich heile dich wieder, dann ist es ja gut, auch mit dem momentanen Update in der Doppelschmied. Ein Esel, der ist ungewöhnlich, aber ja. Dann das nächste Ei, das pinke Ei, und das muss schlafen. Und ich bin noch krank, dann heile ich mich selbst momentan auch gerade. So, gut, perfekt. Und jetzt schlüpft dann bald das pinke Ei, das Pink Egg. Und ja, als Thumbnail habe ich eben das Pink Egg genommen, aber ja, es ist ja nur so ein, ich sage ein Pet-Egg, ja. Und wir haben den Dingo, den Ultra-Corgi, den ultra-seltenen Corgi bekommen und ja, ebenso könnt ihr eure Freunde, sag ich mal, ein bisschen verwirren, wenn ihr eure Eier pink oder blau färben, dann sagt es ein Pink Egg oder ein Blue Egg, vielleicht glauben sie es ja erst am Anfang, ja. Gut, ein weiteres pinkes Ei und das hat Durst. Und ja, komm schon, einfach, wenn wir sobald wir etwas Legendäres in Ancient Dragon am besten bekommen, bin ich zufrieden mit der Ausbeute von heute. Und ja, was wird es? Ein weiterer ultra seltener Schwertfisch. Gar nicht schlecht. Und dann das nächste grüne Ei muss duschen. Und ja, was wird es wohl? Es muss immer noch duschen. Und jetzt schlüpft es. Und ein Roboter. Oh ja, sehr gut. Das nächste Ei ist so gräulich und das muss auch wieder duschen und dann soll es danach schlüpfen. Und ja, ich freue mich einfach eigentlich über jedes Tier, das nicht irgendwie häufig ist, sag ich mal. Der Zebra finde ich wirklich auch sehr gut. Und dann haben wir ein weiteres blaues Ei, eben das Blue Egg, sag ich jetzt mal. Vielleicht bringt es mir auch Glück, das Blue Egg, und ja, wir bekommen den Ancient Dragon daraus. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Aber ich weiß nicht. Mal schauen, was es wird. Ein Orangutan, der ist rar. Das nächste Ei öffnen wir hier und es ist wieder ein gelbes Ei. Das muss duschen und dann mal schauen, was hier rausschlüpft. Was könnte das werden? Ich schätze mal ein Schwertfisch. Und es ist ein Zebra. Nicht schlecht. Und das weitere Ei, so ein weinrotes Ei, muss essen. Und mal schauen, was hier rausschlüpft. Und ja, was wird es? Komm schon. Ja. Und was ist es? Ein weiterer Dingo. Es ist ein Corgi. Und dann das nächste Ei, das ist violett. Und ja, eben zu dieser Aufgabe, schaut mal, wenn das Ei dann fertig geschlafen hat, dann kommt hier unten maximal, also ja, ich zeig's euch dann, sobald das Ei geschlafen hat und diese Aufgabe, also das irgendwie stört mich das wirklich. Aber dazu kommt dann später irgendwann auch mal noch ein Video. Ich muss mir aber noch überlegen, was ich dazu dann genau sage. Eben, Pet Egg hat ausgeschlafen. Und dann steht maximale Belohnung von 150 Bucks erreicht, ja. Das finde ich ein bisschen sehr schade in Adopt-Me, ja. Also an das Entwicklerteam finde ich ein bisschen schade. Aber mehr dazu dann später in einem anderen Video eben. Und ja, wir haben den Pudel bekommen, der ist ungewöhnlich. Und wir machen noch weiter. Wir haben noch 7 weitere Eggs zum Öffnen und das muss duschen. Und ja, was wird das wohl? Komm schon, bitte. Ein Ancient Dragon, komm schon. Und das ist ein Schwertfisch. Und jetzt machen wir weiter mit dem sechstletzten Ei, wieder grün. Und ja, vielleicht bringt der Topf mir auch mal ein Green Egg, da hätte ich auch noch Freude daran eigentlich. Aber wir hatten ja eben schon das Blue Egg und Pink Egg, vielleicht kommt dann eben noch ein Green Egg und ein Yellow Egg. Und ja, wir haben einen Pudel bekommen. Aber ja, gut, weiter geht's mit dem nächsten türkisen Eck und das muss dann zum Spielplatz. Diese Aufgabe wird jetzt ein bisschen länger dauern. Dann lege ich mich auch mal noch währenddessen schlafen. Mal schauen, wer schneller fertig ist. Ich glaube aber, ja, wird knapp. Vielleicht wird sogar das Fett-Eck vorher fertig, bevor ich fertig geschlafen habe. Mal schauen, wer gewinnt. Etwa zeitgleich, nein, zuerst bin ich und jetzt das Pet-Egg schlüpft, es wird eine Maus. Ja, aber eigentlich heute wirklich sehr gute Tiere, nur nichts Legendäres bis jetzt.
Und dann haben wir nochmal ein weiteres gelbes Ei. Und das wird jetzt auch in die Dusche gelegt. Und es muss aber nicht duschen. Was muss denn das Ei? Muss es schlafen? Es muss schlafen. Okay. Es muss schlafen. Mal schauen, was es wird. Mal schauen. Wir haben noch 3 Eier, glaube ich, mit diesem, oder? Oder wenn ich täusche ich mich? Nein, noch 4. Wenn jetzt noch etwas Legendäres schlüpft, dann bin ich wirklich zufrieden, ja. Mit Geld wie den Ancient Dragon könnte das ja kommen, so wie das, den Ancient Dragon, ja. Ein Esel, ja. Nicht so das Beste, aber ist okay. Dann noch ein weiteres grünes Ei. Das hat wieder Hunger und jetzt schlüpft es dann bald. Das ist ein dunkelgrünes Ei eben und vielleicht, ja, bringt er mir mal so ein Green Egg dann. Und was wird das, was wird das, was wird das? Eine weitere Maus, ja. Okay, wir haben ein paar, also wir haben nicht genügend Mäuse, würde ich mal sagen. Und dann ein schwarzes Ei noch, das muss auch wieder zum Spielplatz. Und ja, das dauert ewig, sehen wir diese, ja, geht die schneller hier. Also ich finde wirklich, die Aufgabe zum Spielplatz geht ein bisschen lange, wenn ihr mich fragt, aber es ist okay. Aber es geht wirklich fast ein bisschen lange, wenn man einfach so warten muss, bis der Balken voll ist. Aber ja, wie auch immer, muss wahrscheinlich so sein. Und was schlüpft jetzt wieder ein weiterer Esel, ja. Und jetzt haben wir noch ein letztes Ei und das ist so violett und das hat Hunger. Und ja, was wird das? Vielleicht noch ein legendäres Tier? Dann wäre wirklich alles gut. In den Topf, ja, dann wäre wirklich alles gut. Und es wird ein Orangutan. Okay, somit haben wir heute leider nichts Legendäres bekommen, aber dafür sehr viele rar und ultra selten. Aber ja, wirklich eigentlich okay die Ausbeute. Eben wenn wir mal so schauen, es hat ein paar Schwertfische, ein paar Korgi, Zebras und ja, Pudels und einen Roboter und Donkeys, also Esel und ein paar Orangutans, ja. Gut, also dann würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, dann eben wie gesagt, lasst mich mit einem Like und einem Abo wissen und wenn ihr wollt, dass ich mehr solche Eggs öffne, schreibt mal in die Kommentare, welche ich öffnen soll und ja, jetzt sage ich nur noch Ciao!